Merhaba. Deutsche Verben Almanca fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan fiillerden gebrauchen, garantieren, funktionieren, ersetzen, entstehen fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan altı zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesaire de kullanılır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, nişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz gebrauchen, kullanmak, bir şeyi kullanmak anlamına geliyor. Präsens, ich gebrauche, ben kullanıyorum. Ich gebrauche, ich gebrauche. Präteritum, ich gebrauchte, ben kullanıyordum, kullandım. Ich gebrauchte, ich gebrauchte. Perfekt, ich habe gebraucht, ben kullandım. Ich habe gebraucht. Ich habe gebraucht. Tekrar edelim. Ich gebrauche. Ich gebrauche. Ich gebrauchte. Ich gebrauchte. Ich habe gebraucht. Ich habe gebraucht. Futur 1. Ich werde gebrauchen. Ben kullanacağım. Ich werde gebrauchen. Ich werde gebrauchen. Futur 2. Ich werde gebraucht haben. Ben kullanmış olacağım. Ich werde gebraucht haben. Ich werde gebraucht haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gebraucht. Ben kullanmıştım. Ich hatte gebraucht. Ich hatte gebraucht. Tekrar edelim. Ich werde gebrauchen. Ich werde gebrauchen. Ich werde gebraucht haben. Ich werde gebraucht haben. Ich hatte gebraucht. Ich hatte gebraucht. Örnek cümlemize geçelim. Ich kann diesen Schmuck nicht mehr gebrauchen. Willst du ihn haben? Bu takıyı artık kullanamıyorum. Sen ister misin? Tekrar edelim. Ich kann diesen Schmuck nicht mehr gebrauchen. Willst du ihn haben? Ich kann diesen Schmuck nicht mehr gebrauchen. Willst du ihn haben? Diğer bir fiilimiz garantieren, garanti etmek anlamına geliyor. Präsens, ich garantiere, ben garanti ediyorum. Ich garantiere, ich garantiere. Präteritum, ich garantierte, ben garanti ediyordum, ettim.
Ich garantierte. Ich garantierte. Perfekt. Ich habe garantiert. Ben garanti ettim. Ich habe garantiert. Ich habe garantiert. Tekrar edelim. Ich garantiere. Ich garantiere. Ich garantierte. Ich garantierte. Ich habe garantiert. Ich habe garantiert. Futur bir. Ich werde garantieren. Ben garanti edeceğim. Ich werde garantieren. Ich werde garantieren. Futur iki. Ich werde garantiert haben. Ben garanti etmiş olacağım. Ich werde garantiert haben. Ich werde garantiert haben. Plusquamperfekt. Ich hatte garantiert. Ben garanti etmiştim. Ich hatte garantiert. Ich hatte garantiert. Tekrar edelim. Ich werde garantieren. Ich werde garantieren. Ich werde garantiert haben. Ich werde garantiert haben. Ich hatte garantiert. Ich hatte garantiert. Örnek cümlemize geçelim. Ich garantiere dir, dass sich ab heute alles verbessern wird. Sana bugünden itibaren her şeyin düzeleceğini garanti ediyorum. Tekrar edelim. Ich garantiere dir, dass sich ab heute alles verbessern wird. Ich garantiere dir, dass sich ab heute alles verbessern wird. Diğer fiilimiz funktionieren. Çalışmak, işlemek anlamına geliyor. Bu fiilimizi daha uygun bulduğum için nötr zamir es ile çekimleyelim. Präsens, es funktioniert. Çalışıyor. Es funktioniert. Es funktioniert. Präteritum. Es funktionierte. Çalışıyordu, çalıştı. Es funktionierte. Es funktionierte. Perfekt. Es hat funktioniert. Çalıştı. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Tekrar edelim. Es funktioniert. Es funktioniert. Es funktionierte. Es funktionierte. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Futur bir. Es wird funktionieren. Çalışacak. Es wird funktionieren. Es wird funktionieren. Futur iki. Es wird funktioniert haben. Çalışmış olacak. Es wird funktioniert haben. Es wird funktioniert haben. Plusquamperfekt. Es hatte funktioniert. Çalışmıştı. Es hatte funktioniert. Es hatte funktioniert. Tekrar edelim. Es wird funktionieren. Es wird funktionieren. Es wird funktioniert haben. Es wird funktioniert haben. Es hatte funktioniert. Es hatte funktioniert. Örnek cümlemize geçelim.
Ich habe das Radio vor Jahren von meinem Großvater geschenkt bekommen, doch leider funktioniert es nicht mehr. Radyoyu yıllar önce dedemden hediye aldım, fakat maalesef artık çalışmıyor. Tekrar edelim. Ich habe das Radio vor Jahren von meinem Großvater geschenkt bekommen. Doch leider funktioniert es nicht mehr. Ich habe das Radio vor Jahren von meinem Großvater geschenkt bekommen. Doch leider funktioniert es nicht mehr. Diğer fiilimiz ersetzen. Bir şeyi değiştirmek, bir şeyin yerine başka bir şey koymak, bir zararı karşılamak, ödemek manasına geliyor. Präsens, ich ersetze. Ben değiştiriyorum. Ich ersetze. Ich ersetze. Präteritum, ich ersetzte. Ben değiştiriyordum, değiştirdim. Ich ersetzte. Ich ersetzte. Perfekt, ich habe ersetzt. Ben değiştirdim. Ich habe ersetzt. Ich habe ersetzt. Tekrar edelim. Ich ersetze. Ich ersetze. Ich ersetzte. Ich ersetzte. Ich habe ersetzt. Ich habe ersetzt. Futur bir, ich werde ersetzen. Ben değiştireceğim. Ich werde ersetzen. Ich werde ersetzen. Futur iki, ich werde ersetzt haben. Ben değiştirmiş olacağım. Ich werde ersetzt haben. Ich werde ersetzt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte ersetzt. Ben değiştirmiştim. Ich hatte ersetzt. Ich hatte ersetzt. Tekrar edelim. Ich werde ersetzen. Ich werde ersetzen. Ich werde ersetzt haben. Ich werde ersetzt haben. Ich hatte ersetzt. Ich hatte ersetzt. Örnek cümlemize geçelim. Die durch den Brand zerstörten Maschinen wurden durch nagelneue und modernere Maschinen ersetzt. Yangından dolayı tahrip olan makineler yepyeni ve daha modern makinelerle değiştirildi. Tekrar edelim. Die durch den Brand zerstörten Maschinen wurden durch nagelneue und modernere Maschinen ersetzt. Die durch den Brand zerstörten Maschinen wurden durch nagelneue und modernere Maschinen ersetzt. Başka bir örnek cümlemiz. Können Sie mir bitte sagen, wann Sie meinen Schaden ersetzen werden? Bana zararımı ne zaman karşılayacağınızı söyler misiniz lütfen? Tekrar edelim. Können Sie mir bitte sagen, wann Sie meinen Schaden ersetzen werden? Können Sie mir bitte sagen, wann Sie meinen Schaden ersetzen werden? Diğer fiilimiz entstehen, oluşmak, ortaya çıkmak anlamına geliyor. Bu fiilimizi de daha uygun olduğu için yine es nötr zamiriyle çekimleyeceğiz. Entstehen fiili düzensiz bir fiildir. Präsens, es entsteht. Oluşuyor. Es entsteht. Es entsteht.
Präteritum, es entstand. Oluştu, oluşuyordu. Es entstand. Es entstand. Perfekt, es ist entstanden. Oluştu. Es ist entstanden. Es ist entstanden. Tekrar edelim. Es entsteht. Es entsteht. Es entstand. Es entstand. Es ist entstanden. Es ist entstanden. Futur bir. Es wird entstehen. Oluşacak. Es wird entstehen. Es wird entstehen. Futur iki. Es wird entstanden sein. Oluşmuş olacak. Es wird entstanden sein. Es wird entstanden sein. Plusquamperfekt. Es war entstanden. Oluşmuştu. Es war entstanden. Es war entstanden. Tekrar edelim. Es wird entstehen. Es wird entstehen. Es wird entstanden sein. Es wird entstanden sein. Es war entstanden. Es war entstanden. Örnek cümlemize geçelim. Wir hatten leider keinen Einfluss und wissen nicht, wie diese Situation entstanden ist. Ne yazık ki bir etkimiz yoktu ve bu durumun nasıl ortaya çıktığını bilmiyoruz. Tekrar edelim. Wir hatten leider keinen Einfluss und wissen nicht, wie diese Situation entstanden ist. Wir hatten leider keinen Einfluss und wissen nicht, wie diese Situation entstanden ist. Bu dersimizde gebrauchen, garantieren, funktionieren, ersetzen, entstehen fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.